Bitte die Bärbel auf die Bühne und erinnere noch mal dran, wenn ihr Fragen an Bärbel habt, bitte hier vorne bei der Antragskommission einwerfen. Bärbel, du hast das Wort, bitteschön. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen vor einer wichtigen Bundestagswahl. Es geht um einen Politikwechsel für unser Land, um eine Politik, die gerechter ist, die ökologischer ist und die grüner ist. Und die Voraussetzungen sind gut. Wir Grüne regieren mittlerweile in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein und in Bremen. Diese Erfolgsserie wollen wir fortsetzen im Januar mit Niedersachsen. Und da haben wir fast schon eine rot-grüne Gestaltungsmehrheit im Bundesrat. Am 22. September geht es dann um die Ablösung von Schwarz-Gelb und einen Politikwechsel auch im Bund. Und dafür möchte ich gemeinsam mit euch kämpfen. Für uns Grüne, aber auch für mich persönlich, hat die Energiewende dabei höchste Priorität. Wir, die Grünen, haben vor gut 10 Jahren den Ausstieg aus Atomkraft und den Einstieg in die erneuerbaren Energien durchsetzen können. Es geht ohne Atom und es geht ohne Kohle, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist, weil wir dafür gekämpft haben. Und das ist nicht nur ein großer Beitrag für den Klimaschutz, es ist auch wirtschaftlich erfolgreich, denn er schafft Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Und die Importe von fossilen Energieträgern sind durch die Erneuerbaren im letzten Jahr, im Jahr 2011, um 7 Milliarden reduziert worden. Dieses Geld geht nicht mehr in die Ölstaaten, dieses Geld bleibt als Wertschöpfung hier in Deutschland. Und das ist ein Erfolg der grünen Energiepolitik. Wir stehen vor einem gewaltigen Durchbruch. Wind und Sonne sind die großen Gewinner der Energiewende und werden immer wettbewerbsfähiger. Photovoltaik und Windstrom haben den Preis an der Strombörse im letzten Jahr um fast 1 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Schwarz-Gelb verhindert diesen Durchbruch der Erneuerbaren. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, schaffen wir den Durchbruch nur mit starken Grünen und dafür kämpfen wir. Und es wird auch klar, warum der Widerstand gerade gegen Windkraft und Photovoltaik so enorm groß ist. Sie sind nämlich gefährliche Konkurrenten geworden, gerade für die großen Energiekonzerne. Die Erneuerbaren hatten im ersten Halbjahr 2012 einen Anteil am Strommix in Deutschland von 25%. Sie liegen vor der Steinkohle und vor der Atomkraft. In den nächsten Monaten wird die grüne Bundestagsfraktion ein neues Marktdesign entwickeln, damit die erfolgreichsten der Erneuerbaren immer stärker auch außerhalb des EEG einen eigenen Markt finden. Uns Grünen wird die Kompetenz zugewiesen, dass die Umsetzung der Energiewende von uns am besten gemacht werden kann. Und deshalb wollen wir mitgestalten, liebe Freunde und Freunde, deshalb wollen wir ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl. Ein wichtiges zweites Thema in diesem Wahlkampf muss die soziale Gerechtigkeit sein. Sie stellt sich angesichts der enormen finanziellen Belastungen im Rahmen der Banken- und Finanzkrise immer heftiger. Und ich kämpfe auch auf diesem Feld für mehr soziale Gerechtigkeit bei den Energiepreisen. Dabei geht es nicht nur um faire Strompreise, sondern es geht ebenso um die Wärme und die Kraftstoffe. Denn die Energiepreise werden steigen. Die Heizölpreise sind allein in den letzten 10 Jahren, haben sie sich verdreifacht. Und die beste Antwort, liebe Freundinnen und Freunde, auf steigende Energiepreise heißt Energie einsparen, Energie einsparen, Energie einsparen. Das ist die Antwort. Wir müssen weg vom Öl. Das ist die Antwort. Wir müssen weg vom Öl, um aus dieser Kostenfalle rauszukommen. Denn es ist nicht nur eine klimapolitische Notwendigkeit, es ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Menschen mit niedrigen Einkommen werden die steigenden Energiepreise nicht mehr zahlen können.
Und Staaten, auch reiche Staaten, werden nicht mehr in der Lage sein, diese steigenden Energiekosten gegenzusubventionieren. Und deshalb geht es darum, dass wir Grüne für faire Strompreise kämpfen, aber dass wir auch Konzepte haben für Wärmedämmung, gerade auch in Mietshäusern. Und wir wollen als Grüne Bundestagsfraktion, wenn wir mitgestalten können, 2 Milliarden in einen Fonds tun für die Kommunen, damit diese Kommunen gerade in prekären Quartieren für einkommensschwache Haushalte die Gebäude sanieren können und sich entlasten können von den Heizkosten. Das ist gut für die Kommunen und das ist gut für die Familien mit niedrigen Einkommen. Und deshalb wollen wir es. Und es gibt noch ein drittes Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, und das ist der Verbraucherschutz. Ich bin mit eurer Hilfe 1995 die erste grüne Landwirtschaftsministerin hier in Deutschland geworden. Und wir haben von Nordrhein-Westfalen aus eine andere Landwirtschaftspolitik vorangetrieben. Und wir haben den Verbraucherschutz, haben wir erst überhaupt in den Fokus gestellt. Im Jahre 2000 waren wir hier in Nordrhein-Westfalen das erste Land, was überhaupt ein Verbraucherschutzministerium geschaffen hat. Und ich war damals die erste Verbraucherschutzministerin. Renate Künast war ein Jahr danach auf Bundesebene, wurde sie Verbraucher- und Landwirtschaftsministerin. Und wir haben eine grüne Landwirtschaft- und Verbraucherschutzpolitik nach vorne getrieben. Und was ist passiert? 2005 haben Seehofer und Aigner diese grüne Landwirtschaftspolitik konterkariert. Sie sind auf dem falschen Trip, liebe Freunde und Freunde, mit Massentierhaltung und mit industrieller Tierhaltung. Da ist für Tierschutz kein Platz mehr. Da ist für saubere Luft und sauberes Wasser kein Platz mehr. Und deshalb müssen wir diese falsche Landwirtschaftspolitik wieder verändern, liebe Freunde und Freunde. Das muss Ziel in der nächsten Bundestagswahl sein. Und wer ist denn schuld an diesen Maismonokulturen? Es ist eine falsche Landwirtschaftspolitik mit viel Futter für die Tiere, eine falsche Landwirtschaftspolitik mit übermäßigen und falschen Förderungen von Biogasanlagen. Und das führt am Ende zu diesen Maismonokulturen. Und wer sind die Leidtragenden? Das sind die Milchbauern, das sind die bäuerlichen Familienbetriebe und das sind am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher. Johannes Remmel zeigt, wie wir es hier in Nordrhein-Westfalen besser machen können. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde, wollen wir diese schwarze Agrarpolitik am 22. September nächsten Jahres ablösen und durch eine grüne Landwirtschafts- und Verbraucherschutzpolitik ersetzen. Das ist unser Ziel. Angela Merkel hat letzte Woche gesagt, ihr Kabinett sei die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Das waren ihre Worte. Die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Liebe Freunde und Freunde, in welcher Parallelwelt lebt unsere Kanzlerin? Nach 3 Jahren Schwarz-Gelb gibt es in Deutschland immer noch keinen gesetzlichen Mindestlohn. Nie zuvor waren so viele Menschen neben ihrer Arbeit auf Sozialhilfe angewiesen wie unter Ursula von der Leyen. Und die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Der Armutsbericht musste geschönt werden, weil die Wahrheit dieser Regierung nicht gepasst hat. Und deshalb gilt, diese Sozialpolitik ist nicht erfolgreich. Sie ist gescheitert. Und deshalb brauchen wir am 22. September nächsten Jahres einen Politikwechsel, liebe Freundinnen und Freunde. Nach 3 Jahren Schwarz-Gelb gibt es für Frauen immer noch keinen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Und Familienministerin Schröder lockt Mütter mit dem Betreuungsgeld zurück an den heimischen Herd und blockiert die Frauenquote für Aufsichtsräte. Und die CDU kämpft auf ihrem Parteitag erbittert gegen die Gleichstellung der Homo-Ehe. Diese Politik ist nicht sehr erfolgreich, sie ist einfach nur rückständig. Und deshalb brauchen wir am 22. September nächsten Jahres einen Politikwechsel, liebe Freundinnen und Freunde. Und nach 3 Jahren Schwarz-Gelb hat Deutschland seine Vorreiterrolle im Klimaschutz eingebüßt. Eine Anhebung der veralteten EU-Klimaziele, mehr Energieeffizienz, Reparaturen am Emissionshandel. Wirtschaftsminister Rösler blockiert alles, was mit Klimaschutz zu tun hat.
Und der Auftritt von Peter Altmaier und seiner Staatssekretärin auf der Klimakonferenz war eine einzige Katastrophe. Deutschland war früher mal Vorreiter. Und jetzt machen sie sich zunehmend lächerlich, liebe Freundinnen und Freunde. Wir brauchen einen Politikwechsel am 22. September nächsten Jahres. Ja. Wir haben bei der Wahl als Grüne alle Chancen. Wir treten an mit guten Ideen, durchgerechneten Konzepten und jeder Menge politischer Leidenschaft. Wir können den Politwechsel schaffen. Dafür möchte ich in den nächsten Monaten gemeinsam mit euch kämpfen. Und ich möchte dafür sorgen, dass wir NRW-Grüne auch nach der Wahl ein gehöriges Wort mitreden können, wenn es darum geht, die Konzepte in die Wirklichkeit umzusetzen. Und deshalb bitte ich euch um eure Unterstützung. Wir wollen Schwarz-Gelb ablösen. Und dafür brauchen wir in der nächsten Bundestagswahl starke Grüne. Unser Ziel ist Rot-Grün. Aber unser Ziel ist Rot-Grün wie hier in Nordrhein-Westfalen. Wie Silvia Lührmann und Hannelore Kraft es zeigen, wie man die Menschen überzeugen kann und wie man bei Wahlen Stimmen gewinnt und nicht verliert. Per Steinbrück wird jetzt am Wochenende wahrscheinlich zum Kanzlerkandidaten der SPD. Und ich finde, wir meinen sehr deutlich und klar, die rot-grüne Regierung jetzt hier in Düsseldorf muss Vorbild für Berlin sein. Nicht mehr und nicht weniger. Packen wir es an. Kämpfen wir für einen Politikwechsel und kämpfen wir für starke Grüne. Ich habe Lust, mit euch Wahlkampf zu machen. Ich bitte euch um eure Unterstützung. Danke. Vielen herzlichen Dank, Bärbel. Bleib mal bitte hier. Es gibt eine Frage an dich von Christian Nähle, KV Dortmund. Die BDK in Hannover hat die Einrichtung einer Enquete-Kommission für sinnvoll erachtet, um die grundlegenden Reformperspektiven des Sozialstaats zu diskutieren. In dieser Enquete soll auch die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens Raum verschafft werden. Mit welcher Fragestellung würdest du diese Enquete-Kommission in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen fördern? Ich selber bin grundsätzlich sehr für das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich glaube, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen würden wir sehr viel Bürokratie abbauen, würden wir auch den Menschen viel mehr helfen auf ihrem Weg, sich in diese Gesellschaft auch einzubringen. Aber wir haben sehr viele unterschiedliche Modelle von bedingungslosen Grundeinkommen. Wir haben Modelle der Liberalen und die sind nicht meine Modelle. Und deshalb ist, glaube ich, entscheidend bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass am Ende die Finanzierung durchgerechnet werden muss und dass wir am Ende den Menschen mit einem solchen bedingungslosen Grundeinkommen auch ein Leben mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen liefern können. Und das müssen wir überzeugend darstellen, damit wir die Theorien, die wir haben, die Konzepte, die wir haben, damit wir sie auch implementieren können in die Wirklichkeit. Und das wäre toll, wenn diese Enquete es schafft, wenn diese Enquete zeigen kann, ja, es geht. Denn es wäre ein tolles Ziel, für das es lohnt zu kämpfen. Ich würde gerne bei diesem Kampf dabei sein. Vielen herzlichen Dank, Bärbel. Dann nehmt bitte jetzt eure Abstimmgeräte zur Hand. Wir kommen zur Abstimmung. Mit der 1 enthaltet ihr euch, mit der 2 stimmt ihr mit Nein und mit der 3 stimmt ihr für Bärbel Höhn. Die Abstimmung ist eröffnet. Wenn es irgendwo Probleme mit der Abstimmung gibt, bitte das Gerät hochhalten, damit die Helfer sehen können. Aber es scheint so weiß. Wo ist das Problem? Also deutlich signalisieren, wenn es irgendwo ein technisches Problem bei der Abstimmung gibt.
Thomas, konnte abgestimmt werden? Nicht? Ja. Okay, dann schließe ich jetzt die Abstimmung. So, ihr Lieben, es wurden 254 Stimmen abgegeben. Das Quorum beträgt 128. Es gab 9 Enthaltungen, 25 Nein-Stimmen und auf Bärbel entfielen 86,61%, nämlich 220 Stimmen. Herzlichen Glückwunsch, Bärbel, und ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Bitte von hier oben, damit es auch alle hören. Freunde und Freunde, vielen Dank für dieses tolle Ergebnis. Ich nehme die Wahl gerne an und mache gerne mit euch Wahlkampf für ein sehr gutes grünes Ergebnis, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Und was ganz Besonderes, liebe Bärbel, jede einzelne Rose ist Fair Trade. Für dich ganz besonders. Fair Trade gehandelt. Oh, toll, das ist schön. Danke. Wollt ihr noch mal? Sollten wir zwei?